wird gleich einen jungen Mann am Gehirn operieren. Ein Blutschwamm bedroht dessen Leben. Eine komplizierte OP. Thomas Kapapa will diese tickende Zeitbombe im Kopf entfernen. Im Sitzen. Operieren im Rollstuhl? Wie geht das? Professor Dr. Thomas Kapapa operiert Patienten am Gehirn und am Rückenmark. Er selbst ist nicht komplett gelähmt. Der Oberarzt am Universitätsklinikum Ulm besitzt Gefühl in den Beinen. Auch Kraft. Doch zum Laufen fehlt die Ausdauer. Deshalb der Rollstuhl. Die Einschränkung zu laufen habe ich schon seit meiner Kindheit. Was der tatsächliche Auslöser ist, weiß man bis heute nicht. Es gab Zeiten, wo ich versucht habe, ich bin in Afrika geboren, die Akten herauszufinden, aber das ist nicht möglich. Schlussendlich habe ich mir dann auch gesagt, es ist auch nicht wichtig. Es ist eine Bedingung, die mein Leben mit sich bringt, mit der ich klargekommen bin und auch klarkomme. Und daher ist die Ursache unklar, aber auch für mich jetzt auch nicht weiter wichtig. Thomas Kapapa wurde als Kind viele Male operiert. Danach will er die andere Seite der Nadel kennenlernen und wird Arzt, wie schon sein Vater. Seine Mutter eine Krankenschwester. Guten Morgen, guten Morgen. Aufgewachsen in Ostfriesland mit 4 Geschwistern. Der Job bringt ihn nach Ulm. 041, darüber. Im Kopf von Konstantin Kirchmeier sitzt ein lebensbedrohlicher Blutschwamm. Eine Gefäßmissbildung, die schon 2-mal geblutet hat. Die Folge: Sehausfälle, Erbrechen, rasende Kopfschmerzen. Thomas Kapapa will den Blutschwamm nun entfernen, bevor der wieder blutet. Und Konstantin erblindet oder sogar stirbt. Mhm. Am anderen Ende plopp, plopp. Und dann sitzt da keiner, oder dann ist da keiner mehr. Und da, ja. Auf dem Weg zu den letzten Untersuchungen. Der Chirurg versucht, seinen Patienten zu entspannen. ...20 Minuten in der Röhre. Qual für einen Patienten mit Platzangst. Ja, genau. Oh, geschafft. Nur noch wenige Stunden bis zum schweren Eingriff. Konstantin will die OP. Denn der 34-Jährige wird Vater. Freundin Nathalie ist schwanger. Das ins Bad, bitte. Dass ihn ein Chirurg im Rollstuhl operiert, für Konstantin kein Problem. Habe noch nie darüber nachgedacht, dass er im Rollstuhl sitzt oder ob das in irgendwie in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt. War für mich nie ein Thema, nie, weil er kam vor 4 Jahren ins Zimmer reingerollt, hat mir die Hand geschüttelt und wir haben da ein paar Worte gewechselt und es war sofort super sympathisch, total vertraut und seitdem ist mir das egal, ob er im Rollstuhl sitzt oder. Ja, für mich ist es einfach ein toller Arzt, der mir ein gutes Gefühl gibt, der mich behandelt und dann ist alles gut. Halli, hallo. Hallo, grüß Sie. Herr Kirchmeier, ich wollte Sie kurz noch abholen, dass wir noch mal die Bilder besprechen in bekannter Umgebung. Halt die Sehstrahlung zu schonen. Also 4 Stunden OP. Die Herausforderung, das sogenannte Kavernom, der Blutschwamm, sitzt nah an der Stelle im Gehirn, die fürs Sehen zuständig ist. Konstantin soll nicht erblinden. Thomas Kapapa wählt einen längeren, aber weniger riskanten Weg zum himbeergroßen Kavernom. Damit man die Haut so aufklappen kann. Ich gehe davon aus, dass das Sehen erstmal eingeschränkt sein wird. Einseitig? Ja, genau. Das ist erstmal einseitig schon ein Gesichtsfeldeffekt da ist, der sollte aber, wenn, vorübergehend sein. Alles im All muss man sagen, dass die Risikokonstellation in der Operation geringer ist, als die Risikokonstellation, nichts zu machen und eine erneute Blutung zu kriegen. Insgesamt ist das Risiko in der Operation geringer. Ja.
Danach werden sie noch wertvoller als zuvor, weil das Ganze mit Titanplatten besetzt wird. Und dann gibt es eine kleine Drainage auf dem Knochen, wird die Haut wieder vernäht. Und wir werden zusehen, dass wir das schön in der Haut vernähen, damit die Narbe möglichst nicht sichtbar wird. Das ist der Plan und so setzen wir ihn um. Machen wir, ja. Dann spätestens bis morgen. Ja, spätestens bis morgen. Alles Gute. Ja. Danke. Universitätsklinikum Ulm am frühen Morgen. Wenige Minuten vor dem Eingriff. Guten Morgen. Moin. War die Nacht? Eigentlich ganz okay. Nach der Tablette gut geschlafen. Für mich ganz okay. Fahrzeugwechsel. Damit Thomas Kapapa operieren kann, braucht der Neurochirurg seinen batteriebetriebenen und hydraulisch gesteuerten Spezialrollstuhl. Der Rollstuhl gibt mir Mobilität und Freiheit, dahingehend, dass er mich aufrichten kann zum Stehen und ich dann mich auch bewegen kann, wenn ich stehe. Und ich mich halt vom Operationstisch an die Bilder im Operationssaal bewegen kann. Und das ist wie als normaler Fußgängeroperateur dann auch. Diese Freiheit gibt er mir und das ist das Besondere an ihm. Das ist wie so ein das Zünden des Motors oder irgendwie so ein ähnlicher Moment ist tatsächlich so, weil in dem Moment ist es der OP-Rollstuhl und in dem Moment beginnt für mich auch so die Vorbereitung für die OP. Eins, ja. Zwei, drei. Okay, und jetzt auf die Seite. Fest. Fest, gut, okay. Dann. Lebenswichtig bei einer Gehirn-OP, die perfekte Lagerung des Patienten. Und Richard, haben wir noch was für die Schulter? Der Schädel darf keinen Millimeter verrutschen. Verletzungen des Gehirns können schwerwiegende Folgen haben. Kommt so ein bisschen das Martialische, das Fixieren, das scharfe Fixieren des Kopfes. Aber ohne das können wir schlecht ruhig operieren. Der Weg zum Blutschwamm. Thomas Kapapa legt die schonendste Route fest. Die sieht er während des Eingriffs im Mikroskop. Die Navigation im OP funktioniert im Prinzip wie ein Navi im Auto. Auch der Rollstuhl muss steril sein. Das Team hat sich eingestellt auf den etwas anderen Ablauf mit dem sitzenden Kollegen. Gut, Schnitt. Damit die Haut eröffnet und gucken jetzt auf den Schädel. Sperre. Nö, es gibt nur Raspberry nicht. Meter für Millimeter geht es voran zum Blutschwamm. Doch plötzlich technische Schwierigkeiten. Die berechnete Route ist nicht mehr eingeblendet im Mikroskop. Leute, heute macht es mir schwer irgendwie. Trotz aller Widrigkeiten, Thomas Kapapa schafft es mit seiner ganzen Erfahrung. Der Blutschwamm draußen. Brüllen und Schreien bringt dann ja nichts. Es bringt einfach nichts. Und je hitziger das Gefecht, desto ruhiger muss man, glaube ich, sein. Das ist so mein Motto. Ich weiß nicht, wir können ja die anderen fragen, ob ich vielleicht später brülle oder schreie, aber das passiert, glaube ich, auch nicht. Es sitzt, wir haben ihn ja schon gesehen, ne? Es passiert nicht. Kein Brüllen, kein Schreien. Stattdessen beruhigende Worte für Konstantins angespannte Familie. Für die Freundin und die Mutter. Können Sie mal die Arme hochnehmen? Ja, und meine Faust machen. Sehr gut. Mal die Arme wieder runter.
Und mit den Füßen wackeln geht auch? Sehr gut, wunderbar. Wunderbar, sehr gut. Wie ist mit dem Sehen? Ich sehe sie nicht. Sehen mich nicht, ne? Hm. Und mir reicht ihre Stimme. Okay, ich komm mal rüber. OP ging gut, das Ding ist raus, ja. Wir können alles gut bewegen und alles Gute erstmal. Danke. Bitte, bitte. Wird Konstantin wieder ganz normal sehen können? Das ist erst in ein paar Wochen klar. Türe schließt. So. Aufwärts. Hubschrauber Landeplatz. Türe öffnet. Rettungseinsatz. Bitte Aufzug verlassen. Nach einer anstrengenden Gehirn-OP den Kopf freikriegen. Das geht für den Arzt auf dem Dach der Chirurgie. Man schwebt so ein bisschen über den Ding und man hat einen weiten Blick. Man hat einen weiten Blick, in dem man ein bisschen so seine Vision zusammenfassen kann, in dem man überlegen kann, in dem man Ruhe hat und in dem man auch über den Problemen steht, die da unten sich zahllos ereignen. Und wenn man so ein bisschen Distanz zu Problemen hat, finde ich, dann kann man besser drüber nachdenken und auch einfache Lösungen finden. Auch das lässt ihn schweben. Thomas Kapapa hat sich verliebt in einen Jaguar XJS Cabrio. Damit er das Auto fahren kann, wird es umgebaut in einer Spezialwerkstatt. Für Thomas Kapapa und seine Frau Melanie erfüllt sich ein Traum. Haben Sie noch mal gewaschen? Der glänzt so vom ersten Tag an. Der Wahnsinn, Wahnsinn. Wunderbar. Und alles eingebaut. Jawohl. Setz dich mal, ja? Jawohl. Selten so, dass ich mich ins Auto nach unten setze. Ja. Den Hebel drehen zum Gas geben, nach vorne drücken, das Handbedienungsgerät, um zu bremsen. Yeah. Und auf den Knopf drücken und das Handbedienungsgerät nach vorne drücken zur Feststellung der Bremse. Nochmal gegendrücken ist, dass es wieder löst. Ist ja wieder los, ne? Genau. Wunderbar. Sehr gut. Ist auch noch genug Platz hier zum Schalten. Genau, genau. Sehr gut. Alles klar. Vielen Dank. Ja, und jetzt Probefahrt. Probefahrt. Okay. Ist irgendwie ganz locker, ganz leicht, beschwingt. Ist toll, toll, einfach toll. Mein Vater ist relativ früh nach Renneneintritt verstorben, konnte also nie einen Jaguar fahren. Aber ich bin mir immer mit diesem Wunsch des Vaters groß geworden. Und dann dachte ich mir, vielleicht kann ich ihm seinen Wunsch nicht erfüllen, aber vielleicht kann ich ihm übertragen den Wunsch mal erfüllen, wenn ich mal so einen Oldtimer kaufe. Also auch ein Auto halt aus seiner Zeit, wo er sich das so gewünscht hat. Und daher ja dieser Wunsch, das Auto mal zu kaufen und auch zu fahren. Die erste Fahrt geht zu den Schwiegereltern in der Nähe von Hannover. Dort hat sich das Paar kennengelernt, beim Medizinstudium. Die beiden Ärzte teilen die Leidenschaft für Autos und für die Medizin. Melanie Kapapa ist Kinderchirurgin am Universitätsklinikum Ulm. Die beiden kennen sich seit mehr als 20 Jahren, sind ein eingespieltes Team. Hast du? Ja. Na, wie war's? Sehr gut. Ja? Er ist wieder gerast. Hallo, bist du auch gefahren? Nee, noch nicht. Hallo. Ja, hallo. Na, wie war's das erste Mal? Wunderbar. Sehr gut. Ist ja weiß. Ich wollte weiß haben. Er wollte ja grün. Jetzt ist es ein weißes geworden. Das ist ganz gut. Er ist super. Ja, ja. Die Kapapas genießen die gemeinsame Zeit und ahnen noch nicht, welcher Albtraum auf sie wartet. Der Arzt, plötzlich selbst ein schwer verletzter Patient.
Von einer Sekunde auf die andere ist Thomas Kapapa ein Pflegefall. Er hat sich die Schulter gebrochen, wichtige Sehnen sind gerissen. Beim Gärtnern auf seiner Dachterrasse ist Thomas Kapapa aus dem Rollstuhl gestürzt. Damit muss ich eigentlich auch physisch und psychisch erstmal klarkommen, dass einfach nichts mehr geht, dass ich jetzt komplett abhängig bin von jemand anderem. Zum Glück habe ich eine Frau, die mir da durch die Zeit geholfen hat. Das ist stark mitnehmend, ja, das ist schon belastend. Ein halbes Jahr Zwangspause für den Chirurgen, unsicher, wie es weitergeht. Dreimal in der Woche bringt Melanie Kapapa ihren Mann zur Physiotherapie. Thomas Kapapa fühlt sich wie ein 70 Kilogramm schwerer Säugling, sagt er. Schwer zu ertragen für einen, der sonst alles selbst schafft. Gerade die Verspannungen sind in letzter Zeit wieder besser geworden. Physiotherapeutin Tanja Herrmann macht die operierte Schulter wieder beweglich. Aber das tut gut. Ja. Sind Ärzte anstrengende Patienten? Meistens ist es so, ja, mit ihm muss ich jetzt, muss ich sagen, habe ich die Erfahrung nicht gemacht. Er ist ein sehr angenehmer Patient. Vielleicht, weil das auch nicht gerade sein Spezialgebiet ist. Wenn wir jetzt hier neurologisch behandeln würden, dann hätte ich wahrscheinlich verloren. War der Arm nicht schmerzhaft? Oder? Nach einer solch schweren Verletzung kann der Gehirnchirurg wieder operieren? Oder ist seine Arztkarriere vorbei? Intensive Wochen für die Kapapas. Wir waren jetzt ja quasi fast 2 Monate nonstop, 24 Stunden am Tag zusammen, weil er ja eben nichts alleine machen konnte. Eigentlich haben wir uns gar nicht gestritten, bis auf einmal. Da war ich gerade aus dem Wohnzimmer raus und prompt fiel ihm ein, dass er wieder irgendwas brauchte, wo ich eigentlich fast den ganzen Tag um ihn rum bin. Da habe ich auch gesagt, jetzt musst du mal 2 Minuten warten. Ich habe auch was anderes zu tun. Aber das war das einzige Mal. Das ging sonst ganz gut. Oberarm wieder dran lassen. Schulter bleibt unten. Ich bin dankbarer geworden. Ob ich nun geduldiger geworden bin, weiß ich nicht. Das wird sich dann in der Zukunft zeigen. Aber ich bin empfindsamer und ich glaube, vorsichtiger mit mir geworden. Das auf alle Fälle. Thomas Kapapa will unbedingt zurück in den OP. Als Chirurg, nicht als Patient. Einen konkreten Plan B habe ich nicht. Ne. Ich bin positiv eingestellt und denke eigentlich, dass das auch wieder wird. Flughafen München, 2 Monate später. Thomas Kapapas Schulter geht es ein bisschen besser. Deshalb wagt das Ehepaar eine lang geplante Reise nach Malawi und dokumentiert sie mit der Kamera. Nur 2 Neurochirurgen gibt es in ganz Malawi. Einer praktiziert hier, im Queen Elizabeth Hospital in Blantyre. Kleinkinder mit Wasserkopf. Solche Patienten brauchen dringend fachliche Hilfe. Deshalb will Thomas Kapapa die Ausbildung in Malawi verbessern. Die Bundesregierung unterstützt sein Projekt. Bald werden malawische Ärzte und Pfleger für ein Training nach Ulm kommen. Okay, that's beautiful. Thanks a lot. Eines der Kinder mit Wasserkopf wird operiert. Thomas Kapapa kann nur zusehen. Noch ist die Schulter nicht ausgeheilt. Malawi, die Heimat seiner Eltern. Bis in die 1990er Jahre eine Diktatur. Sein Vater sollte als erster Psychiater des Landes politische Gegner des Regimes für verrückt erklären. Doch der Arzt weigert sich und flüchtet mit seinen Kindern nach Deutschland, erhält politisches Asyl. Die Mutter lebt heute in Malawi. Thomas Kapapa und seine Geschwister besuchen sie oft. Safari am Malawisee. Hier kann Thomas Kapapa seine Verletzung auskurieren, entschleunigen. Sein großes Ziel? In ein paar Wochen endlich wieder operieren. Ob seine schwer verletzte Schulter das durchhält? Dem Neurochirurgen bleibt nur die Hoffnung. Zurück in Ulm. Hussein Mechanovic hat seit Monaten schon unerträgliche Schmerzen im Bein. Und doch mit der Operation gewartet. Gewartet auf Thomas Kapapas Rückkehr. Mir gefällt Herr Dr. Kapapa auch von menschlicher Seite.
richtiger Händedruck und Gespräch. Danke. Ja, bitte, bitte. Ja. Ja, wie geht's Ihnen heute? Wird der Neurochirurg zum ersten Mal wieder operieren, nach einem halben Jahr Zwangspause. Hussein Mechanovic hat einen Bandscheibenvorfall, daher die heftigen Schmerzen, die ihm Thomas Kapapa durch die Operation nehmen will. Alles ist vertraut, auch nach 6 Monaten. Aber noch ist ungewiss, ob die schwer verletzte Schulter die Anstrengung einer Operation durchhält. Danke dir, danke dir. Freut mich, dass du wieder da bist. Bist du es wirklich? Ich bin es wieder. Ja. Alles gut? Alles gut. Und selbst? Hab dich ein bisschen vermisst. Da war ja auch nur kurze Zeit. Ja, wie lange war ich denn jetzt doch? 6 Monate. Ich freue mich schon, muss ich schon sagen. Ich freue mich jetzt wieder, wieder selber operieren zu können, wieder selber aktiv zu sein. Das ist schon ein schönes Gefühl. Okay. Muss man sich auch erstmal wieder dran gewöhnen. Nee, Vivo, hast schon recht. Ja, hast schon recht. Der Gedanke, wie verhält sich so der Arm im Verlauf der OP? Das ist etwas, was ich, weil ich es zum ersten Mal hatte, halt nicht einschätzen konnte. Aber ich bin positiv überrascht und erleichtert. Wieder hier zu sein, ein Gefühl, als käme man nach Hause? Ja, das ist wie nach Hause kommen hier. Das stimmt schon, ja. Zu Hause ist kein Ort, zu Hause ist ein Gefühl, ja. Ja, es war, als wenn er gar nicht weg gewesen ist. Also wir sind sehr froh, dass er wieder da ist. Haben Sie ihn vermisst? Ein bisschen mehr. Warum? Weil es einfach, er ist sehr teamfähig, sehr umgänglich. Es macht einfach super Spaß. Fertig, das war's. Ich bin allen wirklich dankbar, dass sie das so bei mir gemacht haben. Vom Operateur bis zum Physiotherapeuten bis zu meiner Frau, die mich da wieder kuriert hat. Und dass ich einfach das wieder so, dass ich an dem Punkt wieder anknüpfen kann, wo ich war. Ja. Das ist schon ein tolles Gefühl. Alles gut gegangen. Ja. Können Sie mal mit den Füßen wackeln? Ja, sehr gut. Und mal den großen Zeh zur Nase ziehen? Wunderbar. Bitte, bitte. Habe ich gern gemacht. Bis dann. Hallo. Wie ging die OP? Ja, hat gut geklappt. Auch sein Chef, Professor Dr. Rainer Wirz, ist froh, dass der Oberarzt endlich zurück ist. Anfangs konnte er kaum glauben, dass das geht. Ein Chirurg im Rollstuhl. Es gibt Operationen, die sind körperlich anstrengend. Die sind so, dass man auch, also dass ich teilweise eine Stufe brauche, um entsprechend zu operieren. Dass ich also entsprechend hoch sein muss. Und ich konnte mir das nicht vorstellen, wie das funktionieren soll mit dem Rollstuhl. Und das habe ich ja dann gesehen, wie es geht, wie man, dass er sich sozusagen anschnallen kann und der Rollstuhl hochgefahren werden kann. Und dann habe ich mal weiter geguckt, wie es funktioniert. Und er hat sich da ja auch ganz ja, sehr gut entwickelt, muss man sagen. Er operiert ja mit den Händen und nicht mit den Füßen. Und die Hände sind geschickt und das hat mich dann überzeugt. In Ulm will Thomas Kapapa heute hoch hinaus. Trotz Höhenangst, hinauf aufs Ulmer Münster. Ich fühle mich nicht unbedingt sehr, sehr wohl in großen Höhen und daher ist das schon eine Herausforderung. Einen wunderschönen Hallo. Guten Tag. Hallo. Grüß Gott. Hallo. Hallo. Andreas Böhm, der Hüttenmeister, nimmt die Kapapas mit hoch zur Baustelle am Hauptturm. Auf 70 Meter Höhe. Dann hereinspaziert. Die eigene Angst überwinden. Das Angebot der Münsterbauhütte, für den Arzt eine wertvolle Erfahrung.
vom höchsten Kirchturm der Welt hinunterblicken. Auch noch ist gut. Es ist von Vorteil, dass der Aufzug geschlossen ist. Und ich habe keinen großen, weiten Blick. Das ist alles ganz gut. Gell? Mit Weitblick. 70 Meter? Ja. Fast der höchste Punkt jetzt für die aktuelle Baustelle. Ja. Wir können ja gerne noch mal außen rum. Das Wetter, der Blick, die Luft, das ist gerade. Ja. Was ist ja so, das ganz Besonderes irgendwie. Ja, wie losgelöst von allem, was irdisch hält. Nach jeder Herausforderung ist man ein Stück schlauer und ein Stück größer. Und ich finde, daran gewinnt man im Leben. Und deswegen finde ich Herausforderungen im Leben auch wichtig. Und das gehört dazu. Und manchmal suche ich sogar Herausforderungen. Jeder neue Patient. Jede neue Operation eine Herausforderung. Thomas Kapapa kann Menschen mit seiner Kunst schnell helfen. Das liebt er an der Neurochirurgie. Doch manchmal kann auch er es nicht. Der Tod gehört zum Leben dazu. Und manchmal ist der Tod einfach nicht aufzuhalten. Und dann hat man das auch als Arzt zu ertragen. Und Konstantin Kirchmeier? Ist er ganz gesund? Abschlussuntersuchung nach der Blutschwamm-OP. Psychisch war es halt schwer. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich weiß nicht, wie man das. Es war irgendwie komisch zu wissen, dass man sowas hatte, dass man dann so eine OP hatte. Aber ja, man musste das irgendwie mit sich selbst erstmal ausmachen. Und das hat eine gute Woche, eineinhalb gedauert, zu Hause dann. Aber dann ging es eigentlich rapide bergauf. Guten Tag, Herr Kirchmeier. Wie geht's? Gut. Ja? Wie geht's Ihnen? Mir geht's auch gut, danke. Ich suche mal eine Kabine. Ja. Ich wollte einmal die Narbe sehen. Die ist ganz gut verheilt. Ich klopfe mal auf den Kopf. Tut da was weh? Nee. Fühlt sich das auf beiden Seiten gleich an? Ja. Hier auch? Mhm. Da auch? Ja. Kannst du das? Ja, logisch. Genauso wie hier? Ja. Augen mal hoch, Augenbrauen mal hochziehen. Gut. Augen mal feste zukneifen. Wunderbar. Mal die Zähne zeigen. Wunderbar. Mit geschlossenen Augen mal den Zeigefinger auf die Nase bringen. Gut. Andere Seite. Sehr gut. Welche Hand bewege ich? Beide. Sehr gut. Und hier? Beide. Da? Ja, beide. Gesichtsfeld ist wieder komplett da. Sehr schön. Wie geht's in Ihrer Frau? Wunderbar. Wie geht's dem Kind? Wann ist Termin? Eigentlich in 3 Wochen, aber da scheint sich was zu tun irgendwie so langsam. Ja, ist doch eine gute Nachricht, oder? Alles wunderbar. Ja, ist doch schön. Schöne Grüße. Ja. Danke. Schauen wir uns die Bilder an. Ja. Alles gut, so wie wir es haben wollen. Wenn man das so sagen kann, sind sie jetzt eine große Sorge weniger im Leben los. Das glaube ich, ja. Konstantin Kirchmeier ist gesund. Und wenig später Vater eines Sohnes. Und Thomas Kapapa? Er wird am nächsten Tag schon wieder operieren. Hallo. Hallo. Im Sitzen.